Ja, Kaio, das Arschgeschwüre. Keine Angst, Kaio, ich habe auch Intimwarzen. Ich züchte die jetzt gerade momentan gut zum Kochen. Kann man immer wieder benutzen. Du wirst langsam ein alter Sack. Deine Mutter. Ich bin ein nächster Gangster. Groß ist die Vagina. Und es gibt so viel Scheiße zu sehen, viel zu ficken. Deine Mutter. Was ihr mit sind Mutterwitze wieder aktuell eigentlich? Kann man wieder Mutterwitze bringen oder wird man dann gleich hier beleidigt? Du bist sowas von 1800. Ich weiß es nicht. Ne, also damals, also ne, wo ich ein kleiner Bubele war, das ist schon 40-50 Jahre her, da war das auf dem Schulhof ganz normal, dass man gesagt hat, hier, deine Mutter ist so dick, wenn sie am Fernseher vorbeiläuft, verpasst du alle Folgen von Herr der Ringe. Ne? Also woher die das auch immer wussten, keine Ahnung. Ne, aber die wussten das. Zack. Wir sind ernsthaft homosexuell. Wir ficken jeden Tag deine Mutter. Und was ich mal mag, ist schnell vergessen bei Zack. You. Zack. You. Zack. You. Zack. Es ist ja bescheuert, ne? Caillou, der scheißbehinderten Astronaut. Caillou machte es viel Freude zu spielen. Klar, ne? Also, wenn ich mal überlege, als Kind, ne? Ich wollte auch schon immer Astronaut werden und klar. Habe ich bis heute noch nie erreicht. Aber Caillou erreicht, als Astronaut zu werden. Also, irgendwas mache ich hier falsch im Leben. Und so zu tun, als wäre er Adolf Hitler. Ein dicker, pelziger Sack. Ich bin Gillette Abdi. Ich rasiere euch. Irgendwann später. Los, komm, gehen wir in den Wald und picken ein paar Noten. Da sind Leckerschmecker. Noten. Irgendwann später. Komm, Caillou, wir spielen, wir sind scheißbehindert! Wir spielen gerade picken. Nicht wahr, Caillou? Caillou wollte wirklich gern picken. Aber er hatte zuerst mit Clementine gespielt. Ja gut, man könnte aber auch den Spaß mit Clementine kann man ja auch abkürzen. Man könnte das Modellflugzeug nehmen und kaputt machen. Ne? Du den Frieden im Mittleren Osten wiederherstellen. Du bist scheiße. Wer? Nein, ich bin homosexuell. Irgendwann später. Nachdem sie Bären gespielt hatten, freute sich Adolf Hitler auf den Frieden im Mittleren Osten. Da hat er Titten. Nein, hier wurde alles einfach nur reingehauen. Sollte. Ich hab's. Caillou kann uns beiden picken. Irgendwann später. Schließlich war Erzählstunde. Und Caillou saß wieder zwischen seinen Freunden Olaf und Günther. Und Günther. Das muss ich mir nochmal anhören. Seinen Freunden Olaf und Günther und Olaf. Günther. Und Olaf. Und deine Mutter. Und Gillette Abdi. Und Adolf Hitler. Und Schlampe. Und Günther. Welche Titten soll ich euch rasieren? Als Maulscheißfotze! Du blöde Schlampe! Das Schlimme ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es heutzutage so im Kindergarten abgeht. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ja. Nein. Dieser große gelbe Kreis ist deine Mutter. Ja, ich will doch hier kein scheiß Buch sehen. Ich will nur diesen großen gelben Kreis. Also bitte, so Bücher habe ich selber zu Hause. Die nehme ich zum, Popo abwischen. Aber ich will ja selber zu den großen gelben Kreis. Ich will meine Schnitzel machen. Ich habe gehört, da oben geht's relativ schnell. Also bitte. Und das hier sind Titten. Dieser Planet hier. Mein Vater erzählt mir jeden Sonntag unsere Planeten. Mein Vater erzählt mir jeden Sonntag unsere Planeten. Doch, stimmt, ne? Hä, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Irgendwas, hä? Merkur, ne? Venus, Erde, Mars. Also mein Vater erzählt mir jeden Jupiter. Jeden Sonntag Saturn, Uranus und Pluto. Hier ist cool.
Salatsauce! Halt's Maul! Du blöde Schnepfe! Und Astronauten in Sackschiffen reisen in deine Mutter, um sich von dort aus die Scheißbehinderten Titten anzusehen. Caillou wünschte sich, er könnte auch den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Maschinen-Doc, da wird man aber wach, du. Da bist du für die nächsten 3 Jahre wach. Das kann ich dir sorgen, de. Hier kommt Astronaut Caillou! Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Irgendwann. Ist das eigentlich in der Versicherung mit drin? Kann man jetzt anrufen und sagen, hier, pass auf, mein neuer Monitor, den ich mir gerade gekauft habe, ist leider zu Bruch gegangen, weil Caillou mit einer Rakete gegengeflogen ist. Oder kommt man dann eher erst mal hier, wird man da eher weggesperrt, ich weiß nicht. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Sehr. Irgendwann später. Ende. Jetzt wisst ihr, wie meine Psychosen jeden Tag aussehen, ne? Genauso. Ja, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es heutzutage so in Kindergarten so abgeht, ne? Also die Erzieher haben wirklich nichts mehr zu lachen, ne? Also wenn du da als Erzieher mal was sagst, ne? Da kriegst du eine Ohrfeige, ne? Von so einem kleinen Talerhund. Musst du wirklich aufpassen, ne? Also, wäre ich Erzieher, würde ich das ganz anders machen. Ich würde die Kinder in Käfigen lassen. Da weißt du ganz genau, ey, die können mir nichts tun. Ich würde denen sowieso nichts tun, aber die können mir halt nichts tun. Das ist Eigenschutz. Und jedes Kind aber einen eigenen Käfig, ne? Weil sonst greifen die sich noch gegenseitig an und überfallen sich gegenseitig. Das muss ja nicht sein, ne? Das ist ja nicht gut. Das ist nicht gut für die Entwicklung, ne? Auch wenn bei den meisten Kindern die Entwicklung zurückgegangen ist, ne? Die Evolution. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.